Hallo! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr merkt, ich filme wieder mit der Vlogging-Kamera. Ich habe vor einiger Zeit schon so ein Beauty-Day-Video gemacht, das mit dieser Kamera gefilmt war, wo ich euch so live mitgenommen habe und das kam super an und mir hat es auch einfach beim Drehen so viel Spaß gemacht. Und ich wollte heute so was Ähnliches machen mit einem Format, das jeder von euch kennt, nämlich mit der Abendroutine. Wir gehen jetzt gleich ins Badezimmer, weil da findet logischerweise meine Abschminkroutine statt. Aber bevor wir das machen, kommt der Schmuck runter, weil ich habe so einen Tick. Ich kann mich irgendwie nicht abschminken, wenn ich Schmuck trage. Ich weiß auch nicht. Ich laufe eigentlich so gut wie nie in Jeanshose zu Hause rum, weil gerade am Abend finde ich das einfach irgendwie zu unbequem. Ich weiß nicht, jetzt auch so nach dem Sommer, nachdem man die ganze Zeit in Shorts rumgelaufen ist oder Röcken oder so. Und ich letztens so eine richtige enge Jeans angezogen habe, ich dachte wirklich, ich ersticke. Deswegen, das ist nicht mein Schlafanzug, das ist mein Zuhause-T-Shirt. Also der Schmuck kommt in die Schmuckschatulle. Schmuckkästchen, ne? Und jetzt auf ins Badezimmer zum Abschminken. Ich schmink mich nicht einmal jeden Tag, aber heute habe ich es gemacht. Und das muss jetzt runter. Punkt 1. Ich habe seit einiger Zeit immer wieder schon nach einem neuen Reinigungsgesichtsgel oder sowas gesucht. Mein letztes von Dr. Hauschka war leer und ich war bei Douglas, dachte mir so, was nehme ich mit? Und dann ist meine Wahl hier darauf gefallen. Das ist so toll. Das ist der Origins Ginseng Refreshing Scrub Cleanser. Riecht toll, benutze ich jeden Morgen, jeden Abend, hat so ganz leichte, sanfte Peelingkörner, weshalb ich auch erst ein bisschen skeptisch war, weil ich häufig finde, dass das irgendwie zu harsch zu meiner Haut ist, aber ist bei dem Teil nicht so und naja, damit wasche ich im ersten Schritt dann immer mein Gesicht. An diesem Punkt sehe ich dann meistens so aus. Und ja, dann nehme ich meine Wattepads. Ich habe jetzt hier so welche von Evelyn. Ich mag auch die von D-Makeup mega gerne, aber irgendwie habe ich die jetzt nicht gekauft. Und ja, dann nehme ich meistens einen ölhaltigen Cleanser. Also es ist jetzt so Micellenwasser, weil ich irgendwie Mascara nie so richtig runterbekomme sonst. Und damit klappt es besser. So, wenn ich das mit dem Micellenwasser gemacht habe, dann wasche ich mein Gesicht nochmal so mit normalem Wasser. Einfach noch einmal durch, so damit die ganzen Ölrückstände und sowas runtergehen. Und ja, so sieht dann mein ungeschminktes Gesicht aus. Minus die komischen Schatten. Das kommt von der Deckenlampe. Ich könnte das eigentlich unter der Dusche machen, das mit dem Abschminken. Ich wette, viele fragen sich so, wieso machst du das am Waschbecken? Aber ich mache das tatsächlich jeden Abend so, nicht nur für das Video. Ich mag diesen Prozess vom Abschminken. Ich mache das unheimlich gerne einfach so bewusst und es macht mir Spaß und keine Ahnung, ich nehme mir einfach gerne die Zeit. Und bevor ich duschen gehe, kommt jetzt Gesichtspflege dran. Weil ich bilde mir ein, wenn der Wasserdampf von der Dusche so die Poren öffnet, dann ist die Haut so aufnahmefähig für alles, was ich vorhin drauf gemacht habe. Heißt also, wenn ich dann eingecremt unter der Dusche bin, dann zieht das alles schön ein. Kann totaler Quatsch sein. Das habe ich mir selbst so ausgedacht. Also das ist halt, keine Ahnung. Ich habe hier eine Augencreme. Die hat so kleine Glitzerpartikel, die sieht man aber nicht so wirklich. Trage ich den aber mit dem Ringfinger auf, weil angeblich übt er am wenigsten Druck aus und ist am besten für die Augenpartie. Das habe ich mir übrigens nicht ausgedacht, das habe ich mal irgendwo gelesen. Und dann nehme ich eine Mischung, die im Moment sehr gut für meine Haut funktioniert. Das ist das 8 Hour Cream All Over Miracle Oil. Also eigentlich ist es auch ein Öl für Haare, für Körper, für alles Mögliche. Ich benutze es eigentlich nur fürs Gesicht und ich nehme das Aquasource Aura Concentrate von Biotherm. Davon nehme ich so ein kleines bisschen auf die Hand und dann einen Spritzer von dem Öl von Elizabeth Arden. Ich bin ein riesiger Fan von der 8 Hour Cream. Ich finde zwar, die stinkt. Also ich glaube, entweder man liebt den Geruch oder man hasst ihn und ich finde den mittlerweile echt nicht gut. Aber das Öl riecht, finde ich, besser und es ist einfach toll, das macht die Haut einfach so wunderschön, finde ich. Jo, und das ist so im Moment meine Abschminkroutine. Ihr könnt mir mal... Nein, schreibt das lieber nicht in die Kommentare. Es ist wahrscheinlich mehr, als der Durchschnitt benutzt. Ist vielleicht auch nicht das Notwendigste, aber ich habe das Gefühl, es funktioniert für mich. Ich mag den Prozess, ich mag meine kleinen Produkte und
die meiste Zeit über bin ich auch echt zufrieden mit meiner Haut, also es funktioniert. Und jetzt wird es Zeit für die Dusche. Okay, so richtig mitnehmen kann ich euch unter die Dusche nicht, aber ich kann euch zeigen, was ich da drunter heute so benutzt habe. Ich persönlich liebe ja die Duschschäume von Rituals und ich finde, die haben einfach alle so tolle, ausgefallene Gerüche. Es kommt wie so Rasiergel raus und dann schäumt es richtig stark auf und vor allem, es riecht so gut. Und was ich da nicht jeden Abend mache, aber naja, sagen wir so jeden zweiten, dritten, ist es, meinen Rasierer rauszukramen. Irgendwie muss ich mich dazu jedes Mal ein bisschen überwinden, weil ich zu faul bin, aber naja. Okay, das ist zwar eigentlich nicht das passende Schlafanzug-Oberteil, aber das passende Schlafanzug-Oberteil wäre zu kurz und knapp für dieses Video, also habe ich das jetzt mal angezogen. Und ich versuche es, dass manchmal, nicht immer, aber manchmal der Moment ist einfach, an dem ich das letzte Mal auf mein Handy schaue, noch einmal kurz auf WhatsApp gucke, ob jemand geschrieben hat, auf Instagram und so weiter. Und danach nehme ich mir echt vor, das Handy einfach auszumachen und offline zu gehen, weil ich bin zu viel am Handy. Und das ist nicht gut. Und klar, so, ich liebe Instagram, ich bin da so gerne unterwegs und so weiter. Aber es ist halt mittlerweile echt so, ich versuche halt nicht direkt morgens nach dem Aufstehen aufs Handy zu gucken und auch nicht direkt vorm Schlafen gehen, weil Instagram ist toll, Instagram macht Spaß, aber es hat halt immer so diese Komponente, dass man anfängt, sich ein bisschen zu vergleichen und dass man sich denkt, oh mein Gott, warum ist mein Leben nicht so cool? Und das ist, glaube ich, für jeden so. Es ist halt einfach, wenn man zu viel da ist, glaube ich, auch ein bisschen ungesund, ich weiß nicht. Also es ist wie alles einfach mit Vorsicht zu genießen. Deswegen versuche ich mir halt gerade so den Morgen und den Abend einfach ein bisschen frei davon zu halten, ein bisschen abzuschalten und nicht direkt irgendwie den Tag anzufangen oder aufzuhören mit dem Gedanken, oh wow, warum bin ich nicht gerade in irgendeinem mega krassen Hotel oder irgendwas. Das ist Ingwerwasser, mittlerweile kalt. Und ich trinke das ganz gerne so mit ein bisschen Zitrone. Auch morgens irgendwie macht einen das so richtig schön wach, finde ich. Das schmeckt so leicht scharf und durch die Zitrone aber so schön fruchtig. Ich mag das mega gerne. Schmeckt auch mit Honig übrigens richtig lecker. Und das ist dann auch so der Zeitpunkt, an dem ich mir immer denke, jetzt könnte man was essen. Meistens bleibt irgendwie was vom Mittagessen übrig und dann mache ich mir das warm. Das ist in dem Fall Reis mit Tomatensauce und Gemüse und Feta und Parmesan. Das war ultra lecker, aber es war auch eine Riesenportion. Ich habe es nicht aufgeschafft. Ich glaube, ich mache mir Rührei dazu. Ich habe lange kein Rührei mehr gegessen. Ich habe hier die Reste vom Reis. Ich habe mir noch eine halbe Avocado drauf gemacht. Ich liebe Avocado mit Tomaten einfach. Und das ist im Übrigen nicht alles, was ich heute Abend essen werde. Also um Gottes Willen, das wäre viel zu wenig. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang. Jo, ich mache es mir jetzt auf jeden Fall hier bequem mit meiner Zeitschrift. Au! Und verbrenne mir meine Beine. Der Teller war in der Mikrowelle. Der ist ziemlich warm. Okay, das wird so nicht funktionieren. Oh, hands in the air like I don't care. Music is fair. Erstaunlich. Ich habe da gestern noch mit Laura drüber gesprochen. Irgendwie so, es ist 8:30 und es ist auf einmal schon so dunkel. Ich meine nicht auf einmal, das war natürlich ein Tag-für-Tag-Prozess, aber irgendwie hat es mich überrascht und Laura irgendwie auch. Also ich weiß nicht, ob ich euch das jemals erzählt habe, aber es vergeht eigentlich kaum ein Tag, ist vielleicht übertrieben, aber ich esse sehr oft Eis. Darauf wollte ich hinaus. Ich liebe Eiscreme. Eis ist meine Lieblingssüßigkeit ever und seit wir den Thermomix haben, mache ich das sehr, sehr häufig selbst aus halt gesunden Zutaten und so. Und irgendwie hat mir das echt ein gutes Gefühl gegeben, weil das hundertprozentig besser für mich ist als Ben & Jerry's. Ich habe euch ja gesagt, das ist nicht das Einzige, was ich am Abend esse. Also es ist echt mega easy. Ich nehme tiefgekühltes Obst, also meistens Erdbeeren, weil ich Erdbeereis voll gerne mag. Heute mische ich Erdbeeren mit Heidelbeeren, manchmal mische ich die mit Himbeeren, aber das geht im Prinzip mit einem, was tiefgefroren ist. Man kann das Obst auch selber vorher einfach ins Gefrierfach tun. Also für eine Portion mache ich so 150 bis 200 Gramm rein. Dann ungefähr 50 Gramm Joghurt.
Und dann mache ich noch ein bisschen Zucker rein oder Honig, je nachdem. Okay. Und ein paar Sekunden später ist dann das Eis fertig. Man kann das noch mehr pürieren, dann ist das noch so cremiger, weil ich mag die Stückchen irgendwie ganz gerne. Also das ist jetzt natürlich nicht das Wahre, wenn man absolut Bock hat auf so Schokoeis. Aber ich muss sagen, an den meisten Tagen reicht mir das vollkommen. Und das ist halt wirklich, das sind 3 Zutaten. Klar, es ist ein bisschen Zucker drin, aber halt eben echt wenig. Und ich finde eben, das mit der gesunden Ernährung, das ist so eine Sache, wenn man das Schritt für Schritt versucht, so ein bisschen zu verbessern bei sich selbst, dann findet man auch echt Freude dran. Ich habe früher so den Fehler gemacht, dass ich viel zu schnell versucht habe, viel zu krass Dinge umzuändern, so von 0 auf 100. Jetzt kommt der super healthy Lifestyle. Und das habe ich dann keine 2 Tage durchgehalten. Aber so wie es im Moment ist, fühle ich mich echt wohl. Und es ist echt cool, wenn ich mir nichts verbiete und wenn ich dann richtig Bock habe auf Magnum, Ben & Jerry's oder irgendwas, dann esse ich halt das. Aber heute habe ich Lust darauf, also esse ich heute das. Also ja, ich denke, das ist das Ende von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verlinke euch natürlich wie immer meine letzten Videos, auch links und rechts. Und auch meinen Blog, weil ich einen Blog habe. Wie cool ist das? Und halt Instagram und so weiter, wo ihr mich auf jeden Fall finden könnt, findet ihr in der Infobox. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben. Und falls es abends bei euch ist, wünsche ich euch auch noch eine schöne Abendroutine. Macht es gut. Ciao!